Hallo liebe Leute und herzlich willkommen, euer Chriso wieder hier. Ja, wie ihr schon sehen könnt, ich bin im Turm und ja, wir werden jetzt einfach mal versuchen, die Stufe 80 zu laufen. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe das erst einmal ausprobiert gehabt. Eigentlich war das ja für den Stream geplant, da ist mir leider dann das Internet, ja, down gegangen, mehr oder weniger, wenn man es so sagen will. Ja, hatte einen Komplettabsturz. Ich habe es jetzt nur vorhin einmal so eingestellt, damit das Team hier ja einwandfrei passt. Ich hoffe auch, dass das so funktionieren wird. Wir werden es einfach mal ausprobieren. Ihr seht schon, ich habe das heute hier eher so aufgebaut wie, ja, wie so einen Stream, weil es ja auch damals eben als Stream geplant war. Deswegen gibt es heute auch ein bisschen Musik im Hintergrund. Könnt ihr mir auch gerne dann in die Kommentare reinschreiben, ob euch das so besser gefällt mit Musik oder besser ohne Musik. Ja, ich finde es so eigentlich, muss ich sagen, ja, gerade für Tower eben etwas besser, weil ich mir denke, dass das doch etwas länger dauern kann. Und deswegen gibt es halt Musik, damit euch da nicht langweilig wird, falls ich nicht nonstop jetzt am Reden bin. Weil das doch, ja, ich kann euch da ja nicht allzu viel jetzt erklären zu dem Ganzen. Ihr seht ja, was passiert. Und ja, Plan an der ganzen Sache ist, dass ich mit ihr halt dann zurücksetze, ganz normal. Und ja, der Boss ist leider extrem schnell. Also ich kann es leider nicht sagen, wie schnell er genau ist, aber ich schätze mal so, er ist auf jeden Fall über 180 Tempo schnell. Und das ist definitiv zu schnell, dass ich irgendeine andere Möglichkeit habe, ihn zu besiegen. Deswegen muss ich versuchen, das Ganze so irgendwie hinzubekommen. Und ich hoffe halt einfach mal, dass das so funktioniert. Wir werden es dann gleich wissen. Falls es so nicht funktioniert, nehme ich mir den anderen Resetter auch noch mit, also den Wind Paladin, um ein paar mehr Runden raushauen zu können, mehr oder weniger, sage ich jetzt mal. Jetzt muss ich noch schauen, dass ich meine ganzen Abklingzeiten wieder runterbekomme, also die ganzen Fähigkeiten. Oh, der hat ganz gut reingehauen. Wundert mich eigentlich, dass er so viel Schaden macht. Aber ist noch kein Problem. So, zwei Runden. Eine Runde hat es jetzt noch. Das sollte sich eigentlich optimal ausgehen. Ich meine, wenn hier eine Runde übrig bleibt, ist es auch nicht so schlimm in Wirklichkeit. Aber es ging sich sowieso aus jetzt. Gut, der ist jetzt nicht gestorben. Gut, er tötet sich selbst. Das finde ich noch immer am lustigsten, dieses Verwirren. So, jetzt werden wir mal hier schauen, wie das hier funktioniert, weil ich weiß, dass er ziemlich schnell ist. Ich weiß auch nicht, ob er schneller ist als meine Deva. Mal schauen, ob ich ihn auch verwirren kann. Hat leider nicht funktioniert. So, jetzt kommt es eben drauf an. Ja, sie brockt leider auch nicht. Okay, er greift normal an. Ist noch immer kein Problem, wenn ich sie jetzt alle einfrieren kann. Sehr gut, das hat funktioniert. Ja, und jetzt müssen wir halt mal schauen, ob das auch weiterhin so gut läuft oder nicht. Wie gesagt, zählen tut es dann bei der Boss-Stage einfach, ob das dort so hinhaut, so wie ich mir das eigentlich überlegt habe im Großen und Ganzen. Es ist einfach nicht so leicht. Also, ja, ihr werdet es dann gleich sehen. Er ist ziemlich schnell und er trägt eben die ganzen Schadenseffekte auf. Und ja. So, eingefroren sind sie wieder alle. Jetzt bin ich am Überlegen, ja, ich werde trotzdem den Skill verwenden. Dann sollten sie eigentlich ja ziemlich von selbst sterben. Den werde ich mir aufheben bis zum Schluss, damit ich da dann
bei dem ich etwas länger brauche und dort meine ganzen Cooldowns zurücksetzen kann. Also meine ganzen Fähigkeiten wieder zur Verfügung habe dann für die nächste Runde. Und ja, dann zählt es eh schon, ob das dann so funktioniert oder nicht. Werden wir dann gleich sehen. So, jetzt werde ich mal den ein bisschen noch bearbeiten, weil der hat nur ein Gift. Das heißt, er wird noch nicht von alleine sterben. Dann werden wir die Fähigkeit nochmal rausschmeißen. Dann sollte ich den jetzt auch erledigen können. Sie sollte eigentlich von alleine sterben. Oder ja, knapp vielleicht überleben, aber es wäre auch nicht so schlimm. Nein, sie stirbt, okay. So ist es perfekt. Und ja, jetzt sollten alle Fähigkeiten wieder zur Verfügung stehen. Genau so ist es. Bei ihr ist jetzt die letzte Fähigkeit auch wieder frei. Bei ihr sind auch alle Fähigkeiten frei, also so ist es optimal. So, er greift nochmal an. Ja, das ist jetzt nicht so optimal, muss ich sagen, weil er halt schon ziemlich wenig Leben hat. Und ich hoffe halt, dass er den Angriff vom Boss dann überleben kann jetzt. Weil ich habe jetzt leider auch keine andere Möglichkeit, als den zu töten, weil ich nur angreifen kann, ganz normal. Ich hätte ihn vorher heilen sollen. Das war leider ein bisschen ein Fehl von mir, muss ich sagen. Weil ihr seht jetzt schon, der ist komplett voll und er greift jetzt gleich direkt an. So, und jetzt seht ihr hier, haben wir gleich hunderte Schadenseffekte überall drauf. Und ja, wir schauen uns das Ganze mal einfach so an. Und zwar seht ihr hier schon, ich werde euch mal den Skill vom Boss einfach vorlesen. Und zwar seht ihr hier schon, dass der Boss Folgendes macht. Und zwar lässt alle Feinde eine Runde lang verstummen. Das ist natürlich extrem schlecht, ja. Und implantiert bei ihnen einen Parasiten, der 10% ihrer LP plus 8% mehr nach jeder abgelaufenen Runde verschlingt. Verhindert 3 Runden lang, dass sie heilende Effekte erhalten und wiederbelebt werden. Und jetzt haben wir folgendes Problem. Und zwar, dass wir, ja, er hat jetzt diese Fähigkeit gemacht und ihr seht ja hier zweimal heilige Schwester und die kann ja 2 Runden Abklingzeit zurücksetzen. Wenn sie das jetzt beide verwenden, dann hat 6 Runden Abklingzeit. Sie verwenden das beide und er kann das dann ziemlich schnell wiederverwenden, das Ganze. Und dann bekommt man das nochmal und man bekommt einfach so extrem viel Schaden, dass man das kaum irgendwie überleben kann. Jetzt mache ich das so und zwar setze ich jetzt einmal zurück bei mir. Jetzt sind alle diese Effekte weg. Jetzt kann ich hier einmal mit dieser Fähigkeit drauf gehen. Und ich hoffe halt, dass es jetzt funktioniert, so wie es soll. Genau. Und zwar, dass er eben drankommt vor den ganzen anderen. Und jetzt ist das Einzige, was eigentlich zählt, dass er die anderen einfriert. Und wenn die anderen eingefroren sind, sollte es eigentlich klappen. So, hoffen wir, ja gut, die sind mal eingefroren, die zwei heiligen Schwestern, das ist eigentlich am allerwichtigsten. Weil den einen kann ich jetzt zur Sicherheit, ich bin mir jetzt leider auch nicht ganz hundertprozentig sicher, was er alles kann. Ich werde aber trotzdem versuchen, den Boss zu betäuben. Das hat funktioniert, also Boss ist mal betäubt, das heißt, die Runde passiert mal nichts. So, er hat mir nur Lebenspunkte eingefroren, das ist nicht so schlimm. So, den Boss selber kann ich nicht verwirren, soweit ich weiß. Deswegen werde ich einfach mal auf ihn heilen. Dann werde ich versuchen, ihn zu blenden, damit er auch mit den anderen Skills nichts treffen kann. So, und jetzt muss ich schauen, dass ich ihn ja so schnell wie möglich irgendwie bearbeiten kann. Dass er halt dann so schnell wie möglich kaputt geht. So, jetzt sehen wir, okay, er hat diese Fähigkeit gemacht. Das ist eigentlich noch nicht so schlimm. So, jetzt werde ich mal auf ihn gehen, hoffen. Ja, verwirren konnte ich ihn leider nicht. Das ist nicht so optimal. Jetzt sind sie natürlich alle wieder heraus. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, vielleicht ist es besser, dass ich zum Beispiel statt ihm oder statt ihm noch zusätzlich den Paladin mitnehme, dass der eben nochmal zurücksetzen kann, weil dann hätte ich diese Fähigkeit jetzt schon wieder frei und könnte sie wieder alle einfrieren und hätte es dann nur mit dem Boss zu tun. So habe ich halt leider das Problem, dass ich jetzt wieder versuchen muss, ja, dass ich die irgendwie unter Kontrolle halten kann. Nur es ist halt leider gar nicht so leicht, wie man sieht. So, jetzt werde ich versuchen, den zu verlangsamen. Er hat das auch leider widerstanden. Jetzt kann ich nur hoffen, dass er ihm ein bisschen vom Attack Bar zieht. Leider auch nicht. Ja, es wird schon kompliziert. So. Sie hat das leider auch widerstanden. So, jetzt hat sie ordentlich einen mitbekommen mal. Das ist halt nicht wirklich gut.
Ja, ich hoffe, dass wir das irgendwie schaffen können. Sie geht halt jetzt leider ziemlich down, beziehungsweise ganz down. So, sie haben ihm das leider jetzt auch wieder weggenommen, wie ihr gesehen habt. Also er war jetzt betäubt eigentlich. Sie hat es ihm wieder weggenommen und jetzt hat er seine Fähigkeit auch noch wieder frei dazu. Jetzt bleibt mir die einzige Hoffnung, dass die Deva alle ihre Schadenseffekte aufträgt und gleich einen Proc bekommt. Ja, sie bekommt den Proc leider nicht. Und jetzt ist es grundsätzlich fast egal, was ich mache, weil ich ihn nicht kaputt kriegen kann. Das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann sie stunnen, damit sie ihn nicht heilen kann, beziehungsweise nicht weiterhin die Schaden, also die Effekte zurücksetzen kann. Nur das Problem, was ich dann habe, ist, er macht die Fähigkeit und damit habe ich dann eigentlich schon verloren. Ich weiß halt nicht, ob der Basilisk wird vor ihr nicht mehr drankommen, das heißt, ich habe eigentlich keine Chance. Ja, ihn kann ich ja nicht anders irgendwie einfrieren oder sonst was. Das heißt, ja, ich werde es trotzdem riskieren. Ich gehe einfach auf ihn, betäub ihn und schau mal, was sie jetzt macht. Okay, sie macht einen normalen Auto-Attack. Das ist natürlich optimal jetzt. Jetzt hoffe ich, dass ich alle einfrieren kann. Das ist perfekt. Und jetzt kommt es halt dann drauf an. Jetzt muss ich nur auf ihn draufgehen und hoffen, dass ich ihn irgendwie wegbekommen kann. So, jetzt bin ich... Ja, jetzt habe ich wieder alle Fähigkeiten zurückgesetzt bekommen. Oder beziehungsweise halt den Silence, besser gesagt. So, ich rede schon viel Schwachsinn, weil ich da mich ziemlich konzentrieren muss, was ich mache. Ja, das Problem ist halt, dass man einfach so extrem viel Schaden jetzt bekommt. Ich hoffe halt, dass ich das irgendwie gegen heilen kann, nachdem dieser Heal-Block weg ist. Ihr seht schon, wie viel Schaden er macht. Und das Problem ist jetzt, dass ich wieder keine Gifteffekte auf ihm habe. Das heißt, ich kann eigentlich wieder nichts verwenden. Ich werde aber trotzdem diese Fähigkeit verwenden und hoffen. Ja, leider ist niemand umgefallen davon. Mein Basilisk ist mittlerweile tot. Naja, sie bekomme ich leider nicht kaputt jetzt. Vielleicht jetzt. Auch nicht. Ja, das hat leider nicht funktioniert. Knapp, aber doch nicht, weil das, ja, wie gesagt, es wird nicht funktionieren mehr. Egal, was ich da jetzt mache im Endeffekt. Also sie ist unbesiegbar auch noch jetzt dazu. Gut, also das ist mal ein klassischer Fehler leider. Muss ich ehrlich gestehen. Die einzige Möglichkeit ist, wenn sie jetzt brockt, dann ist er tot. Sie brockt leider nicht. Und das überlebt er leider. Und jetzt... ja, jetzt sind wir verstummt wieder und... Ja, damit ist das leider erledigt, weil ihn kann man jetzt nicht killen und ja, es ging sich knapp nicht aus. Er ist wieder voll, ich bin tot. Das war's soweit hiervon. Ja, so hat es leider nicht funktioniert, aber, wir werden es einfach nochmal probieren und ja, hoffen, dass es im zweiten Anlauf funktioniert. Also ihr seht es auch, ja, ich bin auch genauso wie alle anderen nicht unfehlbar und es gibt halt einfach viele Stufen, die wirklich schwierig sind. Und ja, ich bin jetzt eben am Überlegen, wegen den Heals und so weiter, wie ich das am besten spielen soll, aber ich werde jetzt einfach mal ihn rausnehmen und ihn reingeben. Ich werde es mal so probieren, weil im Großen und Ganzen sollte ich eigentlich keinen wirklichen Schaden bekommen bis zur Boss-Stage. Und ich hoffe halt, dass sich das eben so ausgeht, dass ich so durchkommen kann. Ja. Ich werde das jetzt auch einfach nicht schneiden, das Ganze oder sonst irgendwas, sondern ich werde das einfach jetzt nochmal komplett durchspielen, einfach damit ihr seht, was es wirklich für Möglichkeiten gibt oder wie man einfach durchspielen kann oder wie ich das halt mache zumindest. Ich will euch nicht einfach nur zeigen, so ja, yeah, ich habe jetzt Stufe 80 geschafft oder sonst was, sondern ich will euch ja bisschen Tipps oder Hilfe, Infos und so weiter geben. Und ihr seht auch, dass es bei mir auch nicht jedes Mal beim ersten Mal funktioniert. Und deswegen, ja, zeige ich euch das, lasse ich das einfach so ganz normal weiterlaufen, ohne dass ich da jetzt irgendwas schneide oder den Fail von vorhin hinausschneide, sondern ich lasse den jetzt einfach dabei, auch wenn das Video wahrscheinlich mega lang wird im Endeffekt, aber ihr seht dann einfach, okay, was funktioniert nicht, was sind meine Gedanken dahinter, also was denke ich mir dabei oder wie ist mein Plan eigentlich im Grunde genommen. Und ja, ich kann immer nur wiederholen, er ist auf jeden Fall für den Turm Pflicht, kann man sagen. Ja. Also er ist Pflicht für den Turm.
das lässt sich eigentlich grundsätzlich nicht umgehen, dass man ihn baut. Außer man hat einen Wasserdrachen, dann geht es mit dem Wasserdrachen auch. Wobei ich aber auch sagen muss, dass es so trotzdem einfacher ist. Also auch wenn ihr einen Wasserdrachen habt, ist es definitiv einfacher, wenn ihr ihn trotzdem baut. Weil ihr die dann einfach auch nonstop in diesem Freeze halten könnt und dann eben nicht wirklich Gefahr lauft, dass euch irgendwas passiert. Also solange das so funktioniert, jetzt sind die da die ganze Zeit eingefroren und können wir ja nichts machen. Und das ist eigentlich der Sinn der ganzen Sache. Es wird jetzt hier natürlich etwas länger dauern als vorhin, weil wir etwas weniger Schaden haben und ich nicht die ganze Zeit ihre Fähigkeiten verwenden will wegen dem Gift. Deswegen werde ich das jetzt so eher langsamer spielen. Oder ja gut, einmal kann ich sowieso noch resetten. Das heißt, ich ja, schmeiß mal da einfach das Gift jetzt drauf, werde es aber nicht zerstören, das Gift, damit die nicht sofort sterben, weil sonst würden sie sofort sterben. Und dann sind ihre Fähigkeiten auf der Abklingzeit und ja, das ist dann nicht so optimal. Ihr müsst mich auch entschuldigen, wenn ich jetzt ein bisschen ja, kreuz und quer rede da hin und her. Aber ich muss mich da etwas konzentrieren, damit da nichts schief geht. Und vor allem, ja, ist das jetzt kein Video, das ich jetzt irgendwie vorbereitet habe oder sonst irgendwas, sondern ich spiele das einfach so direkt jetzt einfach mit euch mehr oder weniger durch und versuche das zu schaffen. So, das war natürlich super, dass der einen eigenen schlägt. Das gefällt mir richtig gut, das Verwirren. Ich will mehr Monster haben, die verwirren können, das finde ich witzig. So, jetzt muss ich überlegen. Gut, jetzt werden wir sich den mal ein bisschen vorknöpfen da. Sehr gut verlangsamt und betäubt, das ist optimal. Dann gehen wir nochmal auf den. Der sollte dann eigentlich auch sterben gleich. So, da kriegen wir nochmal Schaden, das ist aber kein Problem. Ganz bin ich gespannt, wie es hier weitergeht. Also in der nächsten Welle dann. Ich hoffe, das funktioniert dann so, wie ich mir das denke. Aber grundsätzlich eben mit diesem Doppel-Reset sollte es im Großen und Ganzen keine Probleme geben. Sage ich jetzt halt einfach mal, ja. Ob es dann wirklich so ist oder nicht, das werden wir dann gleich sehen. So, am besten wäre es halt, ihn zu verwirren. Jawohl, und jetzt soll er die eigenen dann wegklatschen am besten. Passiert leider nicht, aber solange die eingefroren sind, jawohl, perfekt. Solange die eingefroren sind, ist es mir grundsätzlich ziemlich egal, weil mir dann nicht wirklich was passieren kann. So, da werden wir das Gift einmal ziehen. Da sehen wir, die verlieren fast die Hälfte ihres Lebens einfach nur mit dem. Also die Deva ist wirklich extrem stark. Da bin ich echt froh, dass ich die gezogen habe. Und ich kann jetzt auch hoffentlich bald oder demnächst mal meinen Felicor, meinen Erdfelicor, komplett aufwerten und den dann eben auch ja, langsam mal einsetzen. Und hoffe halt, dass ich somit dann ja, noch ein bisschen stärker werde oder beziehungsweise dass halt die Dungeon Runs besser gesagt etwas schneller werden durch das ganze Gift. Weil, wie ihr schon wisst, ist einfach Gift die ja, Nummer 1 Waffe oder die stärkste Waffe, wie man es auch immer nennen will, für ja eigentlich alles, was mit PvM zu tun hat. Also alles, wo ihr im Dungeon seid oder sonst irgendwo, ist einfach das Gift gegen diese ganzen Monster, die so extrem viel Leben haben und extrem viel Verteidigung. Ja, das Wirksamste oder Wirkvollste einfach. Ja. So, da werden wir jetzt nochmal den machen. Jetzt prockt sie. Jetzt ist halt die Frage, ja, ich werde trotzdem nicht drauf gehen. Ich werde weiter normal arbeiten, weil ich muss ja die Abklingzeit trotzdem irgendwie runterbekommen und ich kann jetzt den Reset nicht verwenden, weil sonst ist er dann nächste Runde auch auf Cooldown wieder. Also in der nächsten Welle, in der Bosswelle dann. Deswegen werde ich das einfach so machen, dass ich sie hier betäube und werde dann mal den hier machen. Dann werde ich versuchen, sie, gut, sie ist verwirrt. Da ist halt die Frage, was sie jetzt da macht oder nicht. Dann probiere ich lieber ihn zu töten mal.
Also ist ein bisschen kreuz und quer. Ich hoffe, dass das jetzt im Endeffekt aufgeht. Das war jetzt nicht so gut überdacht, was ich da mache. Gut, sie hat jetzt mich gebufft. Das ist optimal, ja. Also das ist echt gut. Also sie bufft einfach mal mich. Das, so lobe ich mir das, muss ich sagen. Das finde ich gut. So, gut, er kann mir jetzt im Großen und Ganzen auch nicht wirklich was anhaben. So, dann werden wir ihn nochmal heilen hier. Ja, und dann bleibt nur zu hoffen, also sie hat jetzt alle ihre Cooldowns unten, er leider nicht. Jetzt versuche ich den mal zu betäuben, damit er mich nicht angreift, noch zusätzlich dann. Sie stirbt sowieso, er wird leider auch sterben. So ist es. Ja, ich hoffe jetzt, dass es trotzdem so funktioniert, aber ihr seht ungefähr, was der Plan ist an der ganzen Sache. So, jetzt schauen wir mal, was passiert. So, Immunität ist klar, das funktioniert. So, und jetzt, ja klar, das einfach alles wieder zurücksetzen, den ganzen Spaß. So, jetzt einmal den hier. Gut, sie prockt, das ist schon mal nicht schlecht. Dann gleich direkt drauf, zack. Jetzt hat er nur noch die Hälfte vom Leben. Und jetzt kommt es eben drauf an, jetzt muss, ich hoffe, dass jetzt wirklich der Freeze sitzt auf allen. Das wäre optimal. Jawohl, er sitzt auf allen. Das heißt, wir haben es nur noch mit ihm zu tun. So, er hat noch die Abwehr vermindert auch noch. So, jetzt buffe ich einmal drauf. Jetzt muss ich ihn einmal stunnen, damit er, oder betäuben besser gesagt, damit er eben die Runde nicht drankommt. Verwirren kann ich ihn zwar nicht, aber es ist egal, ich gehe einfach trotzdem auf ihn drauf. So, dann einmal blenden, dann schauen wir weiter. So, normalen Schaden ist klar. So, jetzt wenn noch ein Brock kommt, wäre es optimal, ist leider nicht passiert, aber ist halb so wild. So, jetzt noch den drauf. Auf die ganzen anderen, damit die verlangsamt sind, damit die länger im Freeze noch drinnen bleiben. Er hat ein bisschen Schaden leider nur bekommen. So, und jetzt kommt es drauf an. Jetzt, der muss nochmal sitzen und dann soll es eigentlich erledigt sein. So, die zwei sind wieder eingefroren, das ist optimal. Und zack, wir fahren drüber. Sehr gut. Und jetzt kommt es eben drauf an. Jetzt werde ich versuchen, ihn trotzdem aufzuheilen, falls da noch irgendwas schief geht an der ganzen Sache. Aber im Normalfall sollte er eben, wie gesagt, nur diesen normalen Auto-Attack jetzt haben. Jetzt werde ich nochmal das machen, dass wir alle komplett wieder frei sind von allem. Dann einmal drauf, sie brockt und das war's jetzt. Ja. Also jetzt ist es erledigt. 80er Stufe fertig. Und ja, ihr seht schon, er ist richtig schwer. Also er macht auch richtig viel Schaden, muss man sagen. Aber man kann eben, wenn man sich ein bisschen Gedanken drüber macht, so wie ich das gemacht habe, weil ungefähr so mit, ja, ich meine, sicher liegt es natürlich daran, was für Monster ihr zur Verfügung habt. Ja, das ist immer auch das große Problem. Ja, ich kann jetzt nie hergehen, zum Beispiel, also wenn ihr mich oft fragt, ja, was für Monster nehme ich da oder sonst irgendwas, es ist halt schwer für mich, ich kann euch das auch nicht jetzt so sagen, zum Beispiel, ja, du musst das Monster nehmen, weil ihr ja natürlich auch vielleicht die ganzen Monster gar nicht habt, ja, und das ist halt auch das Problem. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel die Deva nicht hätte, dann muss man es eben mit was anderem machen, was vergiften kann. Man findet halt immer irgendwie ein anderes Monster, was auch so ähnlich von den Skills her ist, ja, also was vergiften kann oder was das Gift dann kaputt machen kann, so wie zum Beispiel der Kappa. Ja. Es gibt da viele unterschiedliche Möglichkeiten. So, die meisten anderen Monster von mir kennt ihr ja schon. Die werde ich euch jetzt trotzdem noch zeigen, also für die Leute, die es noch interessiert. Und zwar sieht das folgendermaßen aus bei ihr. Ich habe jetzt hier einfach nur ganz normal, also ja, der Klassiker halt einfach auf Doppeltempo das Ganze. Und zwar einmal eben mit Immunity, eben aus dem Grund, damit der Boss mich nicht silenzen kann und ich nachher die ganzen Effekte einfach wieder runternehmen kann von meinem Monster. Ja, also glänzen mit ihr. Ihr seht schon hier, es sind nicht wirklich gute Glyphen, also ihr seht schon, hier ist nur einmal eben Tempo drauf, sonst nichts. Hier dasselbe, einmal Tempo, sonst nichts. Hier ist nur einmal 3 Tempo zusätzlich drauf, also ich hatte ja echt Probleme mit dem Tempo hochzukommen. Hier plus 5, hier habe ich dann eine Glyphe rausgenommen von einem anderen Monster, ihr seht schon, die ist richtig stark mit plus 12 Tempo drauf. Abwehrprozente und so weiter, also wirklich starke Glyphe, eigentlich für ein anderes Monster vorgesehen. Und hier habe ich einmal mit 6 Tempo und es ging sich dann eben zum Glück so aus, dass ich hier auf diese 152 Tempo gekommen bin, weil wichtig ist es natürlich, dass sie schneller ist als meine Deva. Die Deva hat 151 Tempo, also es ist genau aufeinander abgestimmt, dass sich das 1:1 ausgeht hier.
Ja, ansonsten, die anderen Monster sind nach wie vor gleich. Es ist auf jeden Fall merklich, dass sie die Resistance der Monster im Turm heruntergesetzt haben, weil, wenn ihr euch das anseht, ich habe nur 88 Treffsicherheit auf meinem Basilisken und der trifft eigentlich richtig gut, also der friert sie auf jeden Fall ziemlich gut ein, muss man sagen. Ich habe nämlich bei ihm auch ein bisschen Glyphen gewechselt, getauscht, die meisten von den besseren Glyphen hat die Deva bekommen und ihn habe ich dann einfach wieder mit dem bestückt, was ich noch übrig hatte. Also da hat eben die Deva das Goldene losgezogen. Ihr seht auch hier, die ist auch ja ziemlich stark aufgebaut, also mit 15.600 Lebenspunkten, Abwehr ist fast auf 1.500, also die hält auch extrem viel aus, Tempo 151, habt ihr schon vorhin kurz gesehen, Treffsicherheit ist 70, da bin ich halt am überlegen, ob ich eine dieser unteren Glyphen austauschen werde, und zwar wir haben hier einmal drinnen Abwehr eben und mit 3 Tempo nur, und da ist eben dann die Frage, ob ich die nicht austauschen sollte gegen eine Treffsicherheitsglyphe, das heißt einmal mit Treffsicherheit und mit viel Tempo, damit ich hier eben erstens mal auf ein höheres Tempo noch raufkomme und in zweiter Linie, dass ich eben an die, ja sag ich mal, an die 100 eben circa Treffsicherheit komme, damit auch wirklich immer diese Gifteffekte zu 100% oder annähernd 100% eben dann sitzen, weil das ist eben ja das, was das Monster ausmacht. Also es bringt nichts, wenn ich die jetzt mit 20 Treffsicherheit zum Beispiel spiele, weil das, was sie ausmacht, sind eben diese Effekte, das heißt zweimal zwei Runden Gift und eben die Attack, ja, Schwächung oder wie man es eben auch immer nennen will, also den Attack vom Gegner schwächen, das Ganze runterzunehmen, das ist halt das, was dieses Monster ausmacht und dann eben, dass sie diese Gifteffekte zerstören kann und plus eben noch ja, Heal-Block eben und dass sie nicht wiederbelebt werden können. Das ist eben auch extrem stark, aber das, was sie eben ausmacht in erster Linie ist, dass sie diese Fähigkeiten trifft. Und wenn sie das nicht macht, dann ist sie halt auch eher wertlos, weil ansonsten, ja, die Fähigkeit macht halt keinen Schaden dann. Und ja, dann habt ihr eigentlich nichts davon. Also es muss einfach so sein, dass sie diese Effekte trifft, ansonsten bringt es euch nichts. Das heißt, ja genau, aus dem Grund habe ich eben überlegt, dass ich sie von 70 eben noch höher mache, von der Treffsicherheit her, und die Abwehr vielleicht ein bisschen runtergebe, weil die Abwehr jetzt nicht so extrem wichtig ist, weil sie ist sowieso schon sehr hoch, und wenn sie jetzt, sagen wir, auf 1000 Abwehr ist, ist sie noch immer sehr stark von der Abwehr her. Und das reicht auf jeden Fall für den Turm, dass sie nicht einfach so wegstirbt. Also da habe ich ja wesentlich schwächere Monster noch dabei. Und ja, es ging sich bis jetzt immer aus. Also ja, im Großen und Ganzen so dabei recht zufrieden. Dann kann ich euch noch zeigen hier, und zwar, er hat jetzt keine Glyphen drinnen, aber ich zeige euch nur wegen den Aufwertungen, wie weit ich schon bin. Und zwar ist er hier leider, wie ihr vielleicht wisst, alles in die erste Fähigkeit reingegangen, was nicht unbedingt so toll ist. Und ja, es fehlen mir jetzt hier noch, ihr seht, 4 Aufwertungen fehlen mir hier noch und hier fehlt mir noch eine Aufwertung. Ich bin leider noch immer dabei, Monster zu sammeln. Ich bekomme nicht wirklich viele Einstein-Monster. Ich kaufe die ganze Zeit die grünen Steine. Ihr seht schon, hier ist schon vorbei. Also es reicht vielleicht für 3 Aufwertungen. Also ein wenig muss ich noch warten, aber dann wird er fertig aufgewertet und den werde ich euch dann auch mal vorstellen in einem Video extra, wie der so funktioniert, was er so kann und so weiter. Ich werde dann einfach mehrere so Monster-Reviews auch mal machen zwischendurch. Ihr könnt mir auch gerne unten reinschreiben, welches Monster ihr vielleicht sehen wollt oder ja, was ich euch dazu erklären soll oder glyphentechnisch, wie ihr das machen solltet. Ja. Das war es jetzt im Großen und Ganzen von dem Video, ist sowieso schon wieder lang genug durch den einen Fail, aber wie gesagt, ich schneide das nicht raus, weil das für mich einfach auch dazugehört. Ich will mich hier nicht darstellen als der, der alles ja, einfach so schafft, super easy, wie auch immer, sondern es ist auch bei mir erforderlich, dass ich ja das eine oder andere Mal eben das nicht schaffe. Zeitweise schaffe ich es auch dann gar nicht, ja. Also es ist jetzt nicht so, ich bin hier nicht mega stark oder sonst irgendwas, ich versuche einfach mit den Monstern, die ich zur Verfügung habe, das Beste irgendwie rauszuholen und ja, ich wechsle auch oft Glyphen hin und her und was weiß ich was, dass ich eben irgendwie dann doch zum Erfolg kommen kann, also es ist oft ein langes Hin und Her probieren und testen und was weiß ich was alles, bis das dann funktioniert und
ja, das will ich euch eben da auch mal zeigen. Also nicht, dass ihr jetzt glaubt, ich laufe da einfach so durch alles durch und das ist alles so easy für mich oder sonst irgendwas. Also so ist es nicht. Es ist definitiv so, dass ich auch eine gewisse Zeit brauche, um Sachen auszutesten, probieren, dass ich eben weiterkommen kann im Spiel. Und das versuche ich euch dann eben irgendwie zu vermitteln, damit ihr es vielleicht auch eine Spur einfacher habt. Also dass ihr euch vielleicht spart eben, keine Ahnung, 500.000 Kristalle jetzt, um irgendwelche Glyphen hin und her zu tauschen und zum Probieren und was weiß ich was alles. Das ist eben der Plan halt, allgemein jetzt von meinem Kanal. Das habe ich auch schon am Anfang immer öfter mal erwähnt gehabt, dass ich euch eben weiterhelfen will und eher nicht mich selber jetzt darstellen will, als dass ich hier der super tolle Top-Player oder sonst irgendwas bin. Ja. So, ja, das war's von mir. Wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und hoffentlich auch vielleicht ein bisschen weiterhilft, falls ihr im Turm da auf der 80er Stufe feststeckt. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen auf jeden Fall und ja, hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao, Leute.